Heyo, mein Name ist Benny und heute gucken wir uns an, wie Blender für 3D-Druck benutzt werden kann. Benutzt die Timeline am unteren Videorand, um auf die für euch wichtigsten Stellen zu navigieren und eventuell das gesamte Tutorial einfach mitzumachen. Viel Spaß mit dem Video. Kennt ihr das? Ihr habt eine mega gute Idee für ein Projekt oder 3D-Druck und setzt euch an eure Skizze. Ihr skizziert Ewigkeiten, um euer Wunschergebnis zu bekommen, da euch immer neue Sachen einfallen und ihr schlussendlich das perfekte Produkt sofort haben möchtet. Hier etwas dicker, da etwas dünner, hier gerundet, da eine Aussparung. Fertig. Eure Idee ist nun für immer als Skizze verewigt oder zumindest bis ihr sie wegwerft. Am Ende kann man sagen, ähnelt es schon fast einem Kunstwerk. Da eine 2D-Skizze aber noch nicht reicht, um euer Problem zu lösen, geht es nun an die 3D-Bearbeitung. Manche von euch werden eventuell schon mal nachgeguckt haben und dachten sich, hey, jemand im Internet konstruiert mir das bestimmt in diesem CAD. Nope, für den Preis denke ich, mache ich das dann doch lieber selber. Mit der SolidWorks-Kopie des Cousin dritten Grades begebt ihr euch dann anschließend auf eine YouTube-Tutorial-Suche. Herzlich willkommen zu meinem SolidWorks-Video. Hier, dann seht ihr von oben, dass wenn wir auf dieser Fläche zeichnen wollen. Ach ja, bin der, done that. Nun fragt ihr euch sicherlich, wie soll mein Traum der perfekten Schachfigur nur Wirklichkeit werden? Dieses CAD hört sich gut an, aber ich brauche die Datei morgen. Wenn es doch nur so einfach wäre wie beispielsweise im Blender. Moment mal. Du kannst also Blender? Warum sagst du das nicht gleich? Blender ist mehr als nur eine Animationssoftware. Ich für meinen Teil benutze ausschließlich Blender für das Design von Prototypen und hin und wieder ganzen Produkten. CAD steht weiterhin noch nur für Computer-Aided Design. Der Nummer 1 Faktor ist, dass es kostenlos und ebenfalls Open Source ist. Hiermit wird allen die Möglichkeit gegeben, damit zu arbeiten und die Anzahl an Tutorial-Videos im Internet ist demnach immens. Solltest du Interesse daran haben, guck gerne auf unserem Channel nach, denn auch wir haben super, super viele Videos zu Blender und SolidWorks. Gehen wir nun also in Blender rein, um uns anzugucken, wie du deine Idee in 3D Print Reality umsetzen kannst. Schritt Nummer 1 ist das Einstellen der Einheiten. Wichtig hierfür sind die Szeneneinstellungen, also die kleine Pylone mit der Kugel daneben. Hier kannst du dir für deinen Druck richtigen Dimensionen angeben. Das erspart dir Zeit beim Vermessen im Blender, da du nicht immer umrechnen musst. Weiterhin ist es auch einfacher, dein Objekt mit anderen realen Objekten in deiner Umgebung anzupassen und zu vergleichen. Gehen wir beispielsweise einmal davon aus, du möchtest eine Handyhülle machen. Dafür solltest du einmal wissen, wie groß dein Handy ist. Du hast es ja in der Hand und kannst es demnach ganz gut einschätzen, ausmessen oder dich einfach an dem Produktkatalog orientieren, was dort für Maße angegeben sind. Wenn du jetzt deine Handyhülle designst, ist es natürlich super angenehm zu wissen, wie groß die einzelnen Objekte sind, weswegen diese gesamte Einstellung super viel Sinn macht. Wenn du die Einstellungen nun getroffen hast, kannst du dir hier beispielsweise einmal das Lineal links an der Seite nehmen. Mit Steuerung kannst du eine der Kanten vermessen und siehst, dass dieser Cube eine Länge von 100 cm hat. Im Edit-Modus kannst du ihn nun einfach kleiner skalieren. Ich habe mich für 1 cm entschieden, damit es einfacher ist, damit zu arbeiten. Als nächstes ist nur noch deine Kreativität gefragt. Benutze dein Wissen, um den Körper zu erstellen, den du dir vorstellst. Kleiner Tipp. Arbeite am besten mit Steuerung weiter, um den Körper an das Grid anzupassen, also Millimeter genau zu machen oder an die Einheit, die du gewählt hast. Wenn du mit dem Aussehen zufrieden bist und alles richtig gemacht hast, solltest du anhand des Rasters schon erkennen können, wie groß deine Figur ist. Bei uns sind das jetzt Pi mal Daumen 3,8 cm. Mess aber ruhig vorsichtshalber nochmal nach. Als nächstes exportieren wir die Datei. Klick dafür wie immer ganz normal auf File und Export. Hier ist es egal, ob ihr STL oder OBJ nehmt. Sucht euch das Fileformat aus, womit euer Slicer bzw. Drucker am besten zurechtkommt. Ich entscheide mich hier für STL und ihr könnt das natürlich eben genauso machen. Falls ihr nur einen einzigen Gegenstand erstellt habt, könnt ihr das Selection Only einfach auslassen. Solltet ihr jedoch mehrere Objekte erstellt haben und ihr wollt nur ein einziges davon drucken, wählt den Gegenstand im Blender aus und klickt einmal auf Selection Only. Stellt als nächstes sicher, dass das Scaling hier auf 1000 liegt. Ich weiß nicht, wo der Fehler genau ist, aber so funktioniert es nur, weil ihr ansonsten später im Slicer verschiedene Größenprobleme haben werdet. Ihr könnt die auch noch da beheben, aber so ist es wieder ein bisschen einfacher. Stellt weiterhin sicher, dass ihr die Szenen-Units, die ihr vorhin eingestellt habt, verwendet. Solltet ihr noch Modifier an eurem Objekt haben, die nicht applied sind, keine Sorge, klickt einfach hier auf Apply Modifier und diese werden in der STL gesichert und ihr könnt sie trotzdem später noch in eurem Blend-File anpassen.
Wir haben weiterhin auch ein Video für die ganzen verschiedenen Slicer und welche Vorteile und Nachteile es gibt. Ich entscheide mich trotzdem hier für meinen persönlichen Favoriten 3D Printer OS. Nach einer kurzen Anmeldung könnt ihr einfach eure Files hochladen und euch angucken. Gehen wir in das Layout, können wir erkennen, dass alle Werte übereinstimmen und nur minimale Abweichungen vorhanden sind. Auch unser Modifier wurde perfekt übernommen. Slice anschließend euer Modell und voila, ihr seid fertig. Kommen wir nun zum zweiten großen Faktor, warum ich Blender gegenüber CAD-Programmen hin und wieder bevorzuge. Angenommen, ihr wollt ein Modell autotunen mit einem nicen Spoiler. Dann würde auch ich damit mein Blender-Wissen an mein Limit kommen und wahrscheinlich Tage, wenn nicht sogar Wochen oder Monate lang verzweifeln. Durch Seiten wie CG Trader oder Thingiverse ist das aber super einfach. Heyo, ich sitze hier gerade mitten im Schnitt und CG Trader war die letzten Tage down gewesen, weswegen ich auf Sketchfab umsteigen musste. Allerdings geht die Seite jetzt wieder und hat eine eigene 3D-Print-Zoo-Funktion, die perfekte Modelle lädt für das, was wir hier vorhaben. Dennoch zeige ich euch jetzt hier, wie das beispielsweise auch mit Modellen funktioniert, die überhaupt nicht für den 3D-Print an sich ausgelegt sind. Hier habe ich beispielsweise einen Datsun 240K GT aus 1972 von Carol Miklas gefunden, den ich gerne upgraden würde. Ich downloade mir also einmal die FBX-Datei. Wie ihr sofort erkennen könnt, ist FBX keine normale Datei, wie wir sonst für den 3D-Druck benutzen. Trotzdem zeige ich euch, wie wir mit ein paar Kniffen dahin kommen. Als nächstes habe ich mich entschieden, einmal ein gesamtes Set an Spoilern eines Mitsubishi Lancers von Oppenheimer runterzuladen, ebenfalls als FBX. Nachdem ich beide RAW-Dateien in den Ordner entpackt habe, öffnen wir sie nun im Blender. Wie auch sonst interessieren uns für den 3D-Druck die Texturen nicht. Allerdings kann ich euch empfehlen, diese gerne einmal zu laden, um ein besseres Gefühl für euer Modell zu bekommen. Einmal eingefügt, entscheide ich mich für diesen Spoiler und passe ihn in der Größe an. Wenn ich mit dem Aussehen zufrieden bin, speichere ich einmal und group einfach alle Objekte. Und so bin ich in unter 30 Sekunden fertig. Das wäre in CAD-Programmen unmöglich und es wird noch besser. Sollte ich mich nämlich umentscheiden, einfach einen anderen Spoiler zu nehmen, kann ich diesen einfach austauschen und wieder innerhalb von ein paar Sekunden das gesamte Design ändern. Deshalb ist es gar nicht so wichtig, dass eure erste Skizze perfekt ist. Probiert einfach euer Design Stück für Stück anzupassen, bis ihr bei dem perfekten Produkt angekommen seid. Solltet ihr wie ich keine 3D-Print-fähige Datei gedownloadet haben, sondern eine FBX, kann es sein, dass eventuell zu viele Details für euren Slicer vorhanden sind. Das kann zu Komplikationen später führen, wie wir sehen werden. Die beiden Möglichkeiten, um das zu lösen, sind entweder euch von Anfang an eine OBJ-STL oder am besten 3D-Print-fähige Datei zu holen, oder ihr downloadet euch dieses 3D-Print-Plugin, was es auch kostenlos bei Blender gibt. Anschließend müsst ihr einfach nur nochmal auf eurem gesamten gegroupten Objekt die Manifolds erstellen und es sollte bestmöglich funktionieren. Im 3D-Viewer von Windows sieht das gesamte Produkt schon super, super clean aus. Importieren wir es nun also als nächstes in den Slicer. Wie ihr erkennen könnt, funktioniert auch die Datei im Slicer sehr, sehr gut. Bis auf die Scheiben, die wir nicht mehr bearbeitet haben, aber das ist genau das Problem, von dem ich eben gesprochen habe. Insbesondere aber der Spoiler, auf dem ja unser Hauptaugenmerk liegen sollte, funktioniert problemlos und sieht sehr, sehr sauber aus. Kommen wir aber nun zum Fazit. Es gibt viele Tools da draußen, die ihr benutzen könnt, um ans Ziel zu kommen. Ren vom Kanal Corridor Digital hat ebenfalls vor ein paar Wochen mit Maya 4D geprototyped und ich kann euch das auch nur ans Herz legen, wenn ihr euch mit einem Programm auskennt, dann guckt nach, ob ihr das zu eurem Vorteil benutzen könnt. Es kommt nicht immer auf das Tool an, sondern in den meisten Fällen, wie ihr es benutzt. Dennoch muss ich aber gestehen und hinzufügen, dass CAD-Programme definitiv ihre Daseinsberechtigung haben. Solltet ihr euch vom Prototyping lösen und ihr wollt beispielsweise perfekte Abstände, die zu 100% passgenau sind, um diese anschließend in Masse zu produzieren, empfehle ich euch das Nutzen von CAD-Programmen. Wie bereits erwähnt, haben wir auch hierfür Videos als Einleitung auf unserem Kanal. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ihr etwas Neues lernen konntet. Hier findet ihr noch einmal unser letztes Video zur Vakuumpresse und da unten könnt ihr abonnieren, wenn ihr weitere Videos rund um DIY und Maker-Projekte nicht mehr verpassen möchtet. Also, bis zum nächsten Mal.